Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gefecht in World of Tanks. Ich fahre heute die sowjetische ATS U5 auf der Karte Klippen. Und nein, ich gebe das ATI-Spiel nicht auf, auch wenn es nicht mein Spiel ist. Schließlich habe ich mir vorgenommen, doch von jedem Fahrzeug in meinem Besitz ein wenigstens einigermaßen gutes Video zu machen. Und von daher versuche ich das fröhlich weiter. So, dann warten wir ab, dass was gespottet wird. Und da ist der erste Gegner gespottet, ein Lux. Aber ich glaube, da brauche ich mir keine Mühe geben, um darauf zu schießen, denn der wird nicht stehen bleiben. Und der Lux ist schnell, viel zu schnell für mich als Arti auf jeden Fall. Ah, da ist ein Perfect Tank. Und jetzt dauert das Einzielen natürlich wieder ziemlich lange. Soll ich jetzt auf den Heavy da oben gehen, auf den T-Bone Heavy, oder soll ich da bleiben? Oh, die Fragen aller Fragen. Ja. Da ist ein T-Bone Heavy, da oben ein T-Bone Heavy. Beides amerikanische schwere Panzer. Ah, da ist er wieder. Bleib mal stehen. Oh, danke schön. Oh, tatsächlich ein Treffer in den T-Bone Heavy. Und er bleibt dankenswerterweise auch stehen. Noch 5 Sekunden muss er warten. Einfach stehen bleiben, bitte. Und ist tatsächlich stehen geblieben. Und erwischt. Zwar nicht zerstört, aber dann doch ganz gut getroffen. Und da ist der weitere T-Bone Heavy. Und da war noch ein Matilda, glaube ich. Da ist ein Panzer 3J. Da ist der T-Bone Heavy. Auch den T-Bone Heavy getroffen. Na, entdecke ich noch meine Liebe zu Arti. Ein bisschen korrigieren. Und Treffer. Das lässt sich ja gut an. Da drüben steht der Matilda. Nachgeladen. Ah, zerstört. Da ist der AR-L-44, da ist der Matilda. Der Matilda steht etwas besser. Und auch den Matilda getroffen. Vielleicht gelingt mir das nochmal. Oder? Schon sagen, er zieht sich zurück. Stehen geblieben. Ah, wenigstens kritischer Schaden. Und immer ein Auge auf der Minimap, was sich da unten auf der 1er-2er-Linie tut. Aber jetzt erstmal auf den ARL schießen. Sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht, oder ich habe den Felsen getroffen. Ich weiß jetzt nicht, welche Granate von mir kam. Und so kann ich ihn nicht treffen. Ah, jetzt fährt er wieder vor. Ich habe nachgeladen. Noch ein kleines Stück. Ah, fährt wieder zurück. Der AR-44 getroffen und ich glaube, er hat die Kette verloren. Tatsächlich Treffer in den AR-L-44. Jetzt wieder nachladen. Schön gespottet halten. Jetzt hat er sich in Sicherheit gebracht.
so kann ich ihn nicht treffen. Aber fahren will ich jetzt auch nicht, denn der Lux steht immer noch da. Ah, komm, vorgefahren. Jetzt. Und Treffer. Nicht viel, aber immerhin. Treffer auf den ARL 44. Und ich glaube, er hat wieder die Kette ver... Ah, nee, diesmal hat er repariert. Steht er... Mein Schuss ging in den Felsen. Ah, da ist er zerstört. Da ist er weg. Da konnte ich den Parfleck Tank da doch ein bisschen unterstützen. Und leider wurde er jetzt zerstört. Und im Moment wird keiner gespottet. Ganz rechts sehe ich einen Panzer 3J auf der H9 Position. Im Moment tut sich gar nichts. Und als Arti bin ich nun mal auf Spots angewiesen. Da ist der 3J. Und da ist er zerstört. Wieder zurück. Spots. Weder vom Gegner noch von uns. Irgendwelche Bewegungen. Und da ist der Perfect Tank. Es hat sich einer rausgetraut. Ja, der ist zu schnell. Der Schuss. Ah ja, der geht dahinter. Der Schuss geht dahinter. Und da ist der Lux. Der Perfect Tank hat es geschafft, sich hier vor mir in Sicherheit zu bringen, hinter dem Felsen. Und da der Lux immer noch rumfährt, werde ich mich nicht bewegen, wenn es sich vermeiden lässt. Und auf der Minimap sehe ich den M10 RBFM, der sich da in Bewegung gesetzt hat. Das ist der Lux wieder. Aber der müsste schon hier runterkommen und stehen bleiben, damit ich ihn überhaupt irgendwie treffen könnte. Aber da. M10 RBFM des Gegners. Fährt schön langsam zurück. Vielleicht kriege ich ihn. Jetzt ist er stehen geblieben. Der Schuss ging daneben. Da ist der Lux, aber ich bleibe jetzt erstmal hier. Vielleicht wird der M10 ja nochmal gespottet. Eine Arti. Die Selbstfallraffette 4B. Ungefähr hier. Nee, der Schuss hat nicht getroffen. Aber die M10 ist wieder da.
Ich glaube, da habe ich was gesehen. Ist das Staub, der da aufgewirbelt wird? Tatsächlich, da stand er. Oh, der Schuss ging dahinter. Aber dann konnte man das doch sehen, dass da Staub aufgewirbelt wurde. Jetzt ist er stehen geblieben. Hoffentlich bleibt er das jetzt auch. Und zerstört. Den M10 zerstört. Und dann haben wir hier immer noch die Artie, ist jetzt zerstört. Und da hinten der Panzer, der steht außerhalb meiner Schussreichweite. Dann stört hier eigentlich nur noch die SU-76. Und ich hoffe mal, dass der T-Bone Heavy den jetzt aus dem Weg räumen wird. Ach, das ist ein T-Bone Heavy da hinten. Da ist die SU-76. Ja, das macht jetzt kurz einen Prozess. Und dann weiter. Mein Schusskreis geht einfach nicht über die ganze Karte. Von daher muss ich vorrücken. Jetzt hier runter. Da ist die ATM 41 HMC. Der Stuck steht da oben und der T-Bone Heavy. Ah, ist nicht mehr gespottet. Aber ich habe getroffen. Ich habe getroffen. Auch wenn der Schuss völlig ungezielt war. Habe ich wohl die M41 getroffen? War wohl ein Glückstreffer. Und dann werde ich als Arti auf Spotjagd gehen. Vielleicht kann ich ja noch ein paar Spotpunkte machen. Also dieses Gefecht mit der Arti lief an sich ja ziemlich gut. Sonst bin ich ja nicht der Arti-Fan. Der M10. Da links ist die M41. Und ist zerstört. Dann bleibt nur noch der T-Bone Heavy übrig. Und es sieht ja fast so aus, als könnten wir dieses Gefecht gewinnen. Da hat er sich festgekeilt. Und mal sehen. Oh, noch eine Minute. Oh, ich weiß nicht, ob das ein Treffer gewesen ist. Noch 56, knapp 50 Sekunden. Gleich nochmal probieren. Und der Schuss ging ja völlig oben drüber. Nochmal die Position ein klein wenig ändern. Jetzt läuft uns die Zeit davon. Ja, mit Basis erobern wird das nichts mehr. Ihr müsst schon den T-Bone Heavy da angreifen. Ich habe getroffen. Ich habe den T-Bone Heavy getroffen. Leider nicht zerstört. Noch 20 Sekunden. Etwas mehr. Noch ein Schuss. Zehn Sekunden noch. Und der Schuss hat nicht mehr gezählt. Unentschieden.
Ja, schade, 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 unentschieden auf der Karte Klippen. Nichtsdestotrotz fand ich das Gefecht mit der SU5 gar nicht mal so schlecht. Wir gehen in die Auswertung und sehen uns das Endergebnis an. So, da sind wir in der Auswertung. Ja, das war doch mal ein Gefecht mit der Arti, die ansonsten eigentlich nicht mein Panzer ist. Aber diesmal lief das wirklich gut. Ärgerlich ist das Unentschieden. Wir hätten es ja noch fast geschafft. Aber nichtsdestotrotz gucken wir mal, wie die Gesamtauswertung ist. Oh, Platz 3 anhand des Schadens, 1206, ein Kill. Und daraus ergibt sich dann eine WN8 von 3283. Ja, das ist mein bisher bestes Ergebnis mit einer Arti im Low-Tier-Bereich. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das nochmal so passieren würde. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, drückt den Abonnieren-Knopf und dann hören und sehen wir uns im nächsten Gefecht wieder.